Im Transferprojekt unseres SFBs möchten wir ein Therapiekonzept in die Klinik bringen, welches hier im SFB entwickelt wurde. Es geht um Autoimmunerkrankungen, die dadurch ausgelöst werden, dass das Immunsystem gegen eigene Körperzellen eine Entzündungsreaktion startet, was zu einer Gewebsschädigung führt. Die Leber hat die besondere Eigenschaft, dass sie diese krankmachenden Lymphozyten abschalten kann, wenn die diese Selbstantigene erkennen, sodass dann die Entzündungsreaktionen auch unterdrückt werden können. Das Problem ist nur, wie kriegt man die Antigene in die Leberzellen hinein? Wir verwenden dazu Nanopartikel, die sehr gerichtet von diesen Leberzelltypen aufgenommen werden, sodass dann gezielt diese krankmachenden T-Zellen unterdrückt werden können. Das wollen wir jetzt zusammen mit der Firma Topaz Therapeutics in eine Phase 1-Studie am Menschen testen. Und wir hoffen dadurch nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe von Autoimmunerkrankungen spezifisch therapieren zu können.